Sie lautet: Kinder mit intellektuellen Behinderungen dürfen nur 9 Jahre in die Schule gehen, obwohl Förderung hier besonders wichtig wäre. Das steht entgegen der von Österreich ratifizierten UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderung. Wie stehen Sie zu diesen Menschenrechtsverletzungen? Also bin ich stolz darauf, dass ich glaube, zu jeder Frage irgendwie Stellung nehmen konnte. Aber da bin ich jetzt überfordert, weil ich zum Beispiel nicht gewusst habe, dass es eine solche Beschränkung gibt. Wenn Sie mir das Zettel geben, werde ich mich ein bisschen kundig machen. Die dürfen wirklich nur neun Jahre in die Schule gehen? Ja. Also das ist mir neu. Haben Sie das gewusst? Ich weiß, dass es eine Diskriminierung gibt, aber muss man sich anschauen. Aber ja. Wenn Sie das gewusst? Gerne mitnehmen? Dann bin ich beruhigt. Sascha, hast du das gewusst?